Hallihallo, Hallöli und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part Harvest Moon, Baum der Stille. Ja, ihr habt richtig gehört. Wir sind im Baum der Stille und ich habe mir, wie gesagt, gerade das Menü mal geöffnet. Und erstaunlicherweise haben wir bei Hemminger schon ein Herz. Okay. Und ja, wachst du schon im Krämerland, bla bla bla. Okay, er möchte also, dass wir jetzt mit den Leuten uns unterhalten. Ich würde mal sagen, ich fange am besten hier oben an, am Waffelplatz. Wo die Tulpen blühen. Hier ist so ein Infobrett und eine Glockenuhr. Und der erste Heiratskandidaten der Weiber. Dich habe ich noch nie gesehen. Wer bist du? Streber Stefan. Obwohl, er stellt sich ja gleich selber vor. Kenchi, wie? Oh, mein Vater hat mir von dir erzählt. Ich bin Stefan. Ich bin der einzige Sohn des Bürgermeisters. Bist du ja gekommen, nachdem du das Prospekt gesehen hast, den mein Vater erstellt hat? Bist du ja gekommen, Prospekt und Vater? Ja, freut mich, dich kennenzulernen. Ja, genau. Aber ich fühle mich irgendwie veralbert. Wirklich? Ich hätte nie geglaubt, dass dieses Ding jemanden täuschen könnte. Diese Insel hat überhaupt nichts von diesem erfundenen Ding, die im Prospekt stehen. Sie ist praktisch wie eine Geisterstadt. Aber mir bietet sie viele Möglichkeiten. Ich hoffe, ich kann aus dieser Insel einmal die machen, die im Prospekt sehen. Ich hoffe, du hilfst mir dabei, diese Insel zu einem wirklich traumhaften Ort zu machen. Ja, ich tue mein Bestes. So, jetzt muss ich mich natürlich wieder umgewöhnen mit der Steuerung. Okay, wir können ja durch die Blumen rennen. Finde ich ja ganz bezaubernd. Und was haben wir hier? Ein Chihuahua? Chihuahua! Es ist ein kleiner Hund. Ich dachte, ein Kaninchen. So, was haben wir hier? Darius Baum. Ein besonderer Baum. Er wacht über dich. Ja, der Baum wird noch eine Bedeutung bekommen. Aber noch nicht jetzt. Hier haben wir das schwarze Brett. Rathausankündigung. Schwarzes Brett. Lies auf den Anschlagtafel die neuesten Nachrichten aus Waffelstadt. So, mehr steht da noch nicht. Ha. Ja, ich lese da nicht wirklich. So, hier haben wir das Rathaus. Hier kann man auch so Grundstücke erwerben und so. Hallo, willkommen im Rathaus. Wir sind hier, um dir auf bestmögliche Weise zu helfen. Außerdem geben wir Touristeninformationen aus. Was kann ich für dich tun? Ja, das ist Elke, wie man gelesen hat. Oh, du bist der neue Einwohner. Wie konnte ich das nur vergessen? Ich bin Elke. Freut mich, dich kennenzulernen. Hallo. Und da kommt auch schon eine Heiratskandidatin. Die wir natürlich auch aus der nicht gerade kennen. Kathi. Die Bar ist noch eine Weile geschlossen. Darf ich dich bitten, eine Gemeindeankündigung zu machen? Hey, dich habe ich noch nie gesehen. Bist du neu hier? Ja, bin ich. Ich meine, schlecht sieht es ja nicht aus. Na gut, dein Name ist Kenji, oder? Ich bin Kathi. Die Bar im Icewood öffnet nachts. Komm vorbei und schau dir mal an,
wenn wir geöffnet haben. Bis dann. Tschüss. So, Kenshi. Wenn ich dir jetzt alle Einzelheiten erzählen würde, wärst du nur verwirrt. Also, lass dir Zeit und sieh dich einfach um, nachdem du dich eingewöhnt hast. Okay. So, ja, also, hier ist sozusagen auch die Bank. Glaube ich, mich zu entsinnen. Aha. Und hier drüben geht's zur Bücherei. Und später haben wir dann hier die Schule. So. Das war das Rathaus. Viel war hier nicht zu erkunden. Puh. Ja, dann schauen wir gleich mal nach den anderen Geschäften. Ich finde es übrigens erstaunlich, dass hier noch keine Zeit vergangen ist. Es ist immer noch 13 Uhr im Spiel. So, das ist aber nur in der Anfangsphase so. Und jetzt gucken wir als nächstes hier rein. Krämerladen. Meine Güte, willkommen. Entschuldige, dass ich so überrascht bin. Wir hatten in letzter Zeit nicht einen Kunden. Also schau dich einfach mal um. Viel haben wir ja nicht zur Zeit. Hey, verscheuche unseren einzigen Kunden nicht. Entschuldige die Bemerkung meines Mannes. Wir haben viele Artikel. Normalerweise sind es mehr, aber in letzter Zeit ist unser Angebot begrenzt. Ja, also ich wollte mich eigentlich nur mal vorstellen. Ah, du bist also gerade erst angekommen. Ich verstehe. Du hast wahrscheinlich viel zu erledigen. Ich bin Barbara. Das ist mein Mann Simon. Wir haben noch eine Tochter. Doch sie hat das Schiff nach Hause verpasst. Es wird noch einige Zeit dauern, bis sie wieder da ist. Ich habe ihr gesagt, sie soll nicht alleine reisen, aber du weißt ja, wie Kinder sein können. Ach, ich mache mir zu viel Sorgen. Hoffentlich ist alles in Ordnung. Aber zu einem anderen Thema. Da du den ganzen Weg hierher gekommen bist, nimm das mit. Es könnte nützlich sein. Oh, ich liebe Geschenke. Okay, ich lese aber nicht so gern. Du hast Inselführerband 1 erhalten. Das ist für ein Führer für die Waffelinsel. Ja, dann plauschen wir einfach mal, um die Freundschaft zu pflegen. So. Waffelstadt. So, und dann die Basler Klinik. Basler, ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Sieht ein bisschen aus wie, sieht ein bisschen anders aus wie in deiner Tierparade. Hallo, ich habe dich ja noch nie gesehen. Bist du gerade neu hergezogen? Ach, Dr. Max hat von dir gesprochen. Geht's dir immer noch schlecht? Nö, ich hatte bloß ein bisschen Seekrankheit. Kann eben mal passieren. Ich verstehe, du stellst dich also allen vor, wie höflich das gefällt mir. Heutzutage können die Kinder nicht einmal mehr Hallo sagen. Also da sprichst du wahr.
Mein Name ist Irene, ich arbeite in der Basler Klinik. Wenn ich es falsch ausspreche, tut es mir leid. Der diensthabende Arzt heißt Max. Er ist gerade fort, um medizinisches Material zu sammeln. Besorgen. Heutzutage ist es schwer, hier gute Materialien zu finden. Es ist eine Schande. Ach, ich hör nicht auf mein Geschwafel. Wenn du jetzt an Kräuter- oder Potara-Wurzeln kommen solltest, dann liefer sie so schnell wie möglich. Ich werde dran denken. Wir sehen uns. Okay. Ja. Dann mal wieder in die Waffenstadt. Sehr schöne, beruhigende Musik. War das? Hallo. Wie geht's? Du siehst viel besser aus. Danke der Nachfrage. Ich habe dich untersucht, als man dich zum Wirt gebracht hat. Ich bin froh, dass es dir jetzt wieder gut geht. Ich bin Dr. Max. Besuch unsere Klinik, wenn du dich nicht gut fühlst. Aber wenn du gesund lebst, dann wirst du nicht oft vorbeikommen müssen. Ja, hast du recht. So, weiter geht's. Hier wird einmal... Nein, das verrate ich noch nicht. Dann gehen wir mal weiter am Hafen. Hier ist der Angelshop am Haken. Steht da, am Haken. Hier kann man später auch sozusagen ein Schiffsticketreise nach Tukaninsel buchen. Hey, du bist ja seekrank geworden, nicht wahr? Schaust dir noch die Gegend an, bevor du wieder wegfährst? Nein, ich hatte vor, hier zu bleiben. Oh, du ziehst hierher? Toll, wir kommen an Bord. Danke. Echt schicker Laden. Ach, das ist der Fischerladen am Haken. Wir fangen und verkaufen Fische, frische Fische. Ist großartig, oder? Ein Leben ohne Fisch ist nicht lebenswert. Stimmt's? Glaubst du nicht auch? Ein Leben ohne Fisch ist nicht lebenswert. Ja, stimmt's. Ja, Fisch ist gesund. Absolut. Fische ist das Beste. Gut, hier ist ein Handbuch zum Fischen. Es ist nützlich. Noch mehr Lektüre. Du hast Fischen 1 bekommen. Damit wird Fischen zum Kinderspiel. Hier, guck mal. Fischi, Fischi. Okay. Vielleicht spreche ich ihn einfach nochmal so an. Ja, freut sich. Oskar heißt er. So, was haben wir hier? Ja, hier pennt er dann wahrscheinlich. So, Waffelstadt. Also im Grunde habe ich mich doch, glaube ich, allen vorgestellt, oder? Ich spreche nochmal mit Pascal. Hey Kenji, ich bin froh, dass es dir gut geht. Mir geht es nicht so gut. Ich kann nicht mehr aufs Meer hinausfahren. Ja, wieso denn nicht? Das ist doch schickes Wetter. Ach, du weißt doch noch, wer ich bin, oder? Richtig, ich bin Pascal. Ich arbeite im Fischerladen am Haken und bin der Kapitän des Schiffes. Doch bei einem solchen Wetter fahre ich nicht aufs Meer. Ich hoffe, es wird bald wieder ruhiger dort draußen. Okay. Oh, Mieze. Miau. Es ist eine Katze. Oh, hätte ich jetzt nie gedacht. Hätte ja auch ein Meerschweinchen oder ein Frettchen sein können, oder weiß der Geier. Na gut. So, ich glaub's. Ich meine... Denk mal, ich habe mich allen vorgestellt, oder? Eiswirt waren wir ja schon. Du
Du hast alle kennengelernt. Das ist großartig. Nun, Kenshi, wie gefällt dir Waffelstadt bisher? Dein Eindruck von Waffelstadt. Mir gefällt es hier. Ich fühle mich schon wie zu Hause. Das hier ist echt das Letzte. Ja, ich würde mal sagen, ich fühle mich wie zu Hause. Oh ja, ja, freut sich. Ich verstehe, das ist großartig. Ich hatte schon Angst, dir würde es hier nicht gefallen. Schön. Du sollst dich jetzt wohl besser beim Wirt ausruhen. Ich danke dir, dass du auf die Insel gekommen bist. Möchtest du den jetzigen Stand der Geschichte speichern? Ja. Yep. Daten werden gelesen. Ja, yep, überschreiben. Speicher abgeschlossen. Hä? 10 Uhr? Ist doch gar nicht 10 Uhr, oder? War doch irgendwas mit 13 Uhr? Kein Plan. Achso, wahrscheinlich nächsten Morgen. Ah, ja, so gehen. Okay, 10 Uhr morgens, also hat das so abgespeichert. Alles klar, ich würde sagen, wir machen dann im nächsten Part weiter und dann schauen wir mal, was uns hier noch alles so erwartet. Ich hoffe, ihr schaltet dann auch wieder ein. Bis dahin sage ich Tschüssi, eure Dieter Kenshi.